Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Lumberjacks Dynasty. Und ich habe es gerade vorhin mal probiert mit dem Stamm, dass wir die quasi hier schon ins Wasser schmeißen. Es geht tatsächlich, ich würde es jetzt auch nochmal machen. Ups, nee, da geht es jetzt leider nicht. Da vorne ging es jedenfalls. Und ja, er ist auf jeden Fall ganz seltsam da hinten gegen diese Säule geglitscht und war ein bisschen strange, wie das Ganze abgelaufen ist. Von daher habe ich mir gedacht, ich behalte es bei, dass ich quasi immer hier ans Wasser fahre und an der Einwurfstelle das Holz einfach da reinschmeiße. Ich bin ja eh nicht dabei, während es da in das ins Sägewerk gespült wird. Und von daher ist es ja total egal. Das kann ruhig ein bisschen dauern. Das macht ja nichts. So, also rein mit den Stämmen, die wir ja letztens bei der Aufgabe, kurz bevor wir das Schaf gesucht haben, abgeschlossen haben. Jawohl, so kürze ich das. Wunderbar. Zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, 2, 4, 6, 7. Dann die Nummer 8. Die Nummer 9 habe ich schon reingeworfen. Das ist die Nummer 10. 11. Und die Nummer 12. Wir haben tatsächlich 12 Baumstämme von der Quest mitnehmen können. Und ich hoffe, die schwimmen auch wirklich alle ins Sägewerk rein. Und schwimmen nicht sonst irgendwo hin. So, ich würde sagen, wir drehen dann gleich mal um. Dass wir unseren Bulli da vorne ein bisschen parken. Und dann zeige ich euch mal ganz kurz die Kammer zum Trocknen. Weil mich das ein bisschen wundert und ich weiß nicht, ob es euch da genauso geht. Und zwar, in dem ersten habe ich ja nichts mehr. Das zweite ist irgendwie hier ineinander, übereinander geflitscht. Hier passt eigentlich alles. Also von daher ist es ganz okay. Yo. Ah, jetzt muss ich da mal gucken. Und zwar, es sind 0 Bretter in der Produktion. Jetzt wollte ich mal ganz kurz nochmal davor schauen, ob die denn auch wirklich alle da ankommen. Aber ich glaube schon. Also es würde mich wundern, wenn dem nicht so wäre. Wir schauen dann gleich nochmal hin. Jedenfalls, ich habe ja diesen LKW noch da stehen, aber ich kann ihn nicht nutzen. Also das liegt wirklich daran, dass ich ja die Quest abgeschlossen habe und mich dann nur hin teleportiert habe. Jetzt steht halt dieses Teil hier nicht nutzbar. Naja, gut. Ist halt einfach so. Wir könnten mit dem Stapler noch den ein oder anderen Bretterstapel rausheben. Ich weiß nicht, ob da noch welche drin sind. Ja. So, fahren wir mal rein. Einfach nur, dass ich die hier mal wegfahre und das dann neu produziert werden kann. Ich kann die ja da herstellen, das macht ja nichts. Die bleiben ja zum Glück stehen. Ja gut, und das Holz ist ja noch nicht da in der Verarbeitung, also von daher kann ich den jetzt da einfach mal stehen lassen. Jupp. Jetzt laufe ich nochmal vor, weil es mich immer noch interessiert, wegen dem einen Stamm, der da so ein bisschen weggeschwommen ist. Aber die kommen alle hier rein. Jupp, und das ist die Hauptsache. So. Wir gehen auf die Karte. Wir gehen hier oben hin und wir hüpfen in unseren Pickup und fahren einfach mal da drunter zu dieser Quest. Ich weiß nicht, ob man die Hölzer da auch wieder mitnehmen kann. Habt ihr das schon mal versucht? Ich weiß, dass es jetzt unbedingt die feine Englische ist, ne, wenn man sowas macht, aber warum nicht? So, ich denke, ich fahre richtig. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob... Kurz auf die Karte noch mal schauen. Wir müssen
Nee, da vorne müssen wir hin. Das heißt, wir müssen sowieso. Na gut, ich komme da anscheinend nicht so einfach rüber. Nee, komm, wir fahren da runter zur Hauptstraße und fahren dann rechts. Und dann fahre ich mal zu diesem komischen Pokal, der da ist. Vielleicht hat ja schon der eine oder andere was in die Kommentare geschrieben im Part von gestern. Aber doch das, dass ich hier vorproduziere, ist natürlich da schon wieder so, dass ich wahrscheinlich diesen Kommentar nicht lesen konnte oder nicht gelesen habe. Zumindest jetzt aktuell noch nicht. Dann fahre ich da den nächsten Weg rein. Der da wo kommt? Keine Ahnung. Anscheinend hier. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das irgendwas bringt, wenn ich da hinfahre. Sehen tue ich hier jedenfalls nichts. Also hier kann ich nicht. Oder das ist einfach nur dieses Gebiet hier. Das könnte jetzt natürlich auch sein, dass es einfach nur dieses Gebiet kennzeichnen soll. Gemischtwaren aller Art. Na gut, dann eben anders. Hotel in den Bergen, dann fahren wir da mal hin. Ich weiß jetzt nämlich nicht mit dem Geschäftspartner, ich kann ja da noch nichts machen, ne? Deswegen fahren wir jetzt halt mal dahin. Nee, Moment, was wollten wir machen? Reparaturauftrag, Transport und Buschtrimmer. Sprich mit der Dame. Na komm, dann fahren wir mal zu der Sprich mit der Dame Mission. Na gut, querfeldein. Ups. Nicht gegen den Baum fahren. Also nicht machen im Real Life. Hui, hallo. Ich stecke ein bisschen fest. Ich nutze aber wirklich alles aus, ne, um mich irgendwo festzufahren. Komm jetzt. Ja gut, die einzige Möglichkeit, die es ja noch gibt, das ist dann mit diesem Abschleppen, was man da machen kann. Aber das kostet halt Geld. So, ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Nee, nicht wirklich, ne? Ich fahre jetzt gerade hier diesen Slalom. Ich muss die Hauptstraße weiter lang. Okay. Nicht festfahren, bitte. Yes. Und jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Und einmal hier links rum. Schwupp. Schlangenlinien. Ich habe noch nichts getrunken heute. Ich kann einfach nur nicht Auto fahren. So, und fahren muss ich jetzt bis über die Brücke drüber und dann quasi diesen Weg da, also diese Straße, die dann quasi wieder zurückführt. Oder ich laufe querfeldein, das kann ich ja auch machen. Aber gut, wir fahren dann einfach über die Straße ganz einfach. Bevor ich da wieder irgendwie kilometerweit unterwegs bin, machen wir das lieber so. Vielleicht können wir hier abkürzen. Da schaut es mir so aus, das könnte ich. Und wieder stecke ich fest. Ja, wer lässt denn aber auch da einen Baumstumpf einfach in der Gegend stehen, ne? Wie spät ist jetzt eigentlich? 18:31 Uhr. Mensch, das ist ja schon wieder. Ah, fast schon wieder Schlafenszeit. Zumindest in-game. Und Störche gibt es hier.
Da hat es mich wohl kurz einmal aus dem Spiel rausgeschmissen, keine Ahnung warum. Halt! Da müssen wir hoch. Aha, das ist die Dame, mit der wir sprechen sollen. Alles klar. Parken wir doch da mal. Guten Tag, die Dame. Hallo, junge Dame. Oh, hallo. Kann ich dir helfen? Vielleicht kann ich dir helfen. Du siehst ernsthaft besorgt aus. Also, ich weiß nicht, ob ich darüber reden sollte, aber du siehst ehrlich aus. Und ich bin verzweifelt. Schau, oh. Durch die Immobilienkrise im Moment ist Baumaterial so teuer, dass ich es mir nicht leisten kann, das letzte Gebäude fertigzustellen. Und kein Gast wird in einem unfertigen Hotel wohnen wollen. Ich bin verzweifelt. Die Bank fragt schon und ich habe kein Geld für Reparaturen oder zur Begleichung meiner Schulden. Ich könnte bei der Reparatur des Gebäudes helfen. Es wird nicht hochmodern sein, aber ich denke, den Gästen würde das rustikale Aussehen gefallen. Würdest du das tun? Aber ich habe nicht wirklich Geld, um dich zu bezahlen. Ich habe eine Menge Konserven, die ich dir anbieten würde, wenn du fertig bist. Vielleicht hilft dir das und ich brauche sie nicht wirklich. Meine Gäste bevorzugen frisches Essen. Na klar. In Ordnung. Klingt fair. Einverstanden. Was bleibt uns anderes übrig, ne? Repariere eines der Hotelgebäude. Okay, also dieses Gebäude hier sollen wir reparieren. Dann ist jetzt nur die Frage... Moment. Werkzeug. Tacker. Okay, ich kann das so reparieren. Das ist natürlich dann in Ordnung. Ich habe jetzt gedacht, ich müsste Holz holen. Aber wenn das so geht, dann machen wir das natürlich. Na? Kann ich da nicht hüpfen? Warum kann ich hier nicht hüpfen? Hüpfen deaktiviert? Alles klar. Machen wir mal schnell. Es sieht wohl so aus, als käme ich nicht um ein Gerüst rum. Ich muss das anscheinend wirklich mit dem Gerüst machen auch, weil ich da nicht hochkomme. Jetzt schaue ich mal da noch. Ja, jetzt mache ich erst einmal alles, was irgendwie im unteren Bereich ist. Und dann stelle ich im Grunde das Gerüst ringsrum auf. So. Also es wird wirklich rustikal ausschauen. Ich hoffe, das ist ihr auch genehm. Ich denke mal, auf dem Dach müssen wir auch was machen. Aber eher schaut das Ding baufällig aus und nicht im Rohbau. So. Das ist ja wirklich ringsrum notwendig. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht halt mal ein paar Dinger, aber das scheint mir wirklich wesentlich mehr zu sein. So, dann hier oben. Ich mache es dann mal unten ringsrum fertig. So, hier scheint alles schon picobello zu sein. Da kommen wir nicht hoch. Okay, alles klar, dann schnappen wir, oder warte mal, Schlaf 54, wir sollten vielleicht erstmal, und das geht ja schnell, wir hüpfen jetzt erst einmal zurück zu unserem Tracker. Ne, gleich wieder aussteigen. Schauen wir da mal, ein Ding ist schon produziert. Überlappt so ein bisschen. Das sehe ich nicht wirklich, wie viele Bretter jetzt in der... Ah, 5 in der Produktion. Alles klar. Ist aber auch seltsam, wenn 5 Stück in der Produktion sind. Ich dachte schon, dass das... dass es dann auch 12 sind. Aber anscheinend ist dem nicht so. Also anscheinend
bündelst es dann immer mit, keine Ahnung, vielleicht zwei Baumstämme oder sowas. Sind dann eine Palette oder so. Keine Ahnung. Ich hätte halt schon gedacht, das sind dann, wenn es 12 Baumstämme sind, dann auch 12-mal die Paletten. So, ups. Ich renne schon wieder zu Aachen, ne? Nicht, dass euch schwindelig wird. So, einmal kurz in die Falle geschmissen. 20 Uhr für einen harten arbeitenden Tag ist es natürlich notwendig. So, Essen. Wir hauen uns. Moment, 28 gibt die Wurst. Yep, und damit sind wir dann da schon wieder voll. Dann gehe ich direkt gleich auf die Karte und spring hierher. Komm, aussteigen. Und schon können wir weitermachen. So. So, lasset uns denn mal das Gerüst errichten. Wo bist du? Hier, F4. Benutzen Gerüst. Ups. So. Ich baue das natürlich erst einmal überall auf, wo es hinkommt. Okay. Ups. Da auch. Hier. Und hier müsste dann auch noch eins stehen, ne? Jawohl, da kann ich auch eins hinbauen. Oh, da haben wir auch noch. Und da kann ich auch noch hinstellen. Gut. Dann einmal hier raus. Tacker. Tschack. Dann begeben wir uns mal nach oben. Und nochmal nach unten, um uns wieder nach oben zu begeben. So. Ich vermute mal schon, dass wir auch noch weiter nach oben müssen. Das da unten haben wir gemacht. So. So, und da noch. Ich will bloß nicht immer runterglitschen und dann wieder hochkrabbeln müssen. So, ob den Gästen das wirklich gefällt, so rustikal, ich weiß es nicht. Aber okay, es ist zumindest etwas, ne? Gut. Seite. Da habe ich dann nichts mehr, oder? Oder muss ich doch noch weiter hoch? Ich weiß nicht, warum das mit dem Springen nicht funktioniert. Hat es da irgendwas verstellt? Das muss ich jetzt mal gucken. Spieloptionen. Soundoptionen. Grafik. Nee, also hier jetzt nicht. Steuerung, da. Oh. Ach, Steuerung L. Stimmt ja doch, dass ich das hier auf Leertaste gelegt habe, habe ich natürlich das Springen auf der Steuerung L-Taste. So, warum soll ich hier hoch? Ich mache das vielleicht dann zum Schluss. Da ist jedenfalls alles tutti. Autsch, wieder in den Schädel angehauen. Ich weiß nicht, warum der immer, wenn er von oben, wenn es runter geht, dann springt er immer so nach vorne. Unten haben wir alles. Yes, mit einem geschickten Sprung. Einmal rüber gewechselt. Ja, das ist halt... Ne, auch mit dem Space, mit dem Springen,
Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, ist drin. Das hat man ja bei den meisten Games so. Hier habe ich es deswegen gemacht auf Steuerung, weil es dann einfacher ist vom Handling, weil immer rüber zu langen auf die Enter-Taste hat mich ehrlich gesagt genervt. Ach, da vorne noch. Und tschau! Das dachte ich mir, dass ich das nicht schaffe. Aber ich wollte es probieren. Ich hoffe, sie wird zufrieden sein. Es ist so abartig warm. Hier, gerade im Moment. Meine Grafikkarte hat schon 82 Grad. Hoffentlich überlebt die diesen Tag. So, ich glaube, wir müssen jetzt darüber. Moment, dann können wir gleich nochmal doch aufs Gerüst gehen. Weil dann muss ich nämlich das hier gleich wieder abbauen. Hallo? Abbauen. Oh Mann, also das ist ein bisschen nervig. Das Gerüst wieder abzubauen. Das haben sie nicht gerade sehr gut gemacht. So, hier müssen wir auf jeden Fall dann ganz nach oben, aber das können wir da auch machen. Nee, da müssen wir hoch. Das passt schon. Das kann ich lassen hier. Das kann ich wegnehmen. Das kann ich wegnehmen. Und da vorne das noch. Gut. Dann sollten wir das jetzt haben. Einmal kurz der Ingenieursblick. Okay, da passt alles. Das ist jetzt quasi dann nur noch da oben. Dann ging ja die Reparatur doch recht flott. Flotter, als ich gedacht habe. Ich hoffe nur, dass ich da auch wieder runterkomme. Noch was? Oh! Cool! Haben wir es geschafft? Ja, super! Okay, also. Gut. Ich dachte jetzt echt schon, ich hänge da oben fest. Man weiß ja bei solchen Games immer nicht, ne? So. Eine schweißtreibende Arbeit, muss ich schon sagen. Ich kann aber das Ding hier auch aus der Hand legen, weil wir sind ja fertig. Da ist er ja. Erledigt. Ich denke, die Gäste werden es mögen. Ich bin begeistert. Du bist mein Retter. Ja, gerne. Komm später noch mal vorbei. Ich bin sicher, wir können noch mehr Geschäfte machen, wenn ich anfange, Geld zu verdienen. Das mache ich. Aber auf Wiedersehen. Jeden Fall. Aber auf jeden Fall 20 Mal magische Bohnen bekommen. Hochwertige Nahrungsmittel für hart arbeitende Menschen. Ja, das bin ich. Ah, nee, also die Aufgabe war eigentlich recht schnell erledigt. Ich würde sagen, wir hüpfen erstmal in unser Pickup-Line und gucken dann. Du musst deinen Onkel auszahlen, um das Sägewerk zu übernehmen und ein angesehener Bürger zu werden. So, jetzt habe ich hier bloß noch ein Ding. Transport. Transport. Ich würde sagen, ich setze hier mal einen Stern her. Und wir fahren hier mal irgendwie hin. Keine Ahnung wie.
Da schaut es mir so aus, als wäre ein Haus. Vielleicht kommen wir dann mit dem Auto irgendwie ran. Probieren wir es mal. Oh, Hirschpastete, die habe ich auch bekommen. Ups. 250 Sozialpunkte habe ich erhalten. Ist ja auch schon mal was, ne? So. Wie komme ich jetzt dorthin? Muss ich da diese Straße nehmen? Wahrscheinlich, ne? Ist ja eher ein... Ja, was ich halt toll finde, ist, dass auch diese Nebenstraßen hier, die zumindest ausschauen wie Nebenstraßen, dass auch hier Autos fahren. Das hat man ja in so gut wie allen Spielen nicht, dass dann auch Nebenstraßen genutzt werden. Die sind ja meistens verwaist, die sind einfach nur zur Deko da. Wohin fahre ich denn? Ich muss irgendwie darüber, hä? Ach so, ich bin hier rumgefahren. Alles klar. Dam, dam, dam. Ich habe mich jetzt zu sehr beeinflussen lassen. Von diesem Pfeil. Wir brauchen halt Geld, ne? Ich meine, die 200 und noch was 1000, was der Onkel von uns will, für das Sägewerk, das haben wir halt nicht. Da müssen wir schon noch ein paar Aufgaben machen. 94% Sprit, das ist gut. Brauchen wir jetzt auf jeden Fall einmal nicht tanken, vorerst. So, ich nehme an, ich muss hier lang. Und dann würde ich sagen, schaue ich nochmal auf die Karte. Wir fahren jetzt halt einfach mal hier querfeld ein. Ja, und dann im Grunde immer noch geradeaus weiter, weil ich muss irgendwie hier drüber kommen. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht wie. Das Einzige wäre vielleicht noch hier, aber das ist... Nee. Transport. Schauen wir mal. Sehr weit ist es jedenfalls nicht. Es könnte ja auch sein, dass ich da mit dem Auto gar nicht hinkomme. Dass wir dann im Grunde eher ein Stück noch laufen müssen oder sowas. Werden wir sehen gleich. Jetzt geht es erst einmal hier über Stock und Stein quer durch den Wald. Und dann über die Straße hier drüber. Dann stehen wir nämlich eigentlich am Fluss, ne? Weil da unten waren ja diese Häuser, die wir gebaut haben. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Wir fahren einmal hier an diesen statischen Schafen vorbei. Ja. Und da drüben ist es. Da. So. Ich weiß nicht, ob ich da mit dem Auto rüberkomme. Ich möchte es nicht riskieren, aber es schaut mal aus wie eine Furt. Ein Angler oder eine Anglerin? Wirklich? Das ist interessant. Das stimmt. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Servus. Er kann es einfach nicht für sich behalten. Nicht jetzt. Tut mir leid. Nicht jetzt, okay. Hallo, wie geht's dir? Hi. Brauchst du meine Hilfe? Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt, tut mir leid. Okay, dann du auch nicht, alles klar. Ich muss gehen. Vielleicht du? Hallo. Schön, dich zu sehen. Brauchst du meine Hilfe? Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Ich habe eine Ladung frisch gebackene Hausbrote. Kannst du sie so schnell wie möglich liefern? Schon wieder? So eine Aufgabe hatten wir doch. Denk dran, es selbst zu liefern. Ich will das nicht öffentlich... bla. So eine hatten wir schon. Sicher, 322 Euro. Meine Güte. Ich darf aber jetzt auch wieder nicht
springen zum Auto. Ich muss ja wieder hinlaufen. Wir haben 6 Minuten Zeit. Zum Glück habe ich den Pickup dabei für die Mission. So ist doch eher gewiss, dass wir das auch schaffen können. So, dann schauen wir mal auf die Karte. Wir müssen das wohin schicken? Nach dort oben. Blitzschnell. Okay, einfach nach oben zu Audrey. Moment. Ich tue mal den Stern da weg und tue mal den Stern lieber da oben hin. So. Ah, sie bewegen sich ja doch, die Schafe. Ich dachte, die stehen hier einfach nur starr und still. So, also 5,5 Minuten haben wir noch Zeit. Das sollten wir locker schaffen. Wir müssen jetzt eigentlich nur die Hauptstraße nach oben fahren. Und das ist ja weniger das Problem. Naja, geht der Part halt heute auch ein bisschen länger. Ich werde vielleicht die Fahrt hier schneiden. Keine Ahnung. Weil es bringt ja nichts, wenn ihr mir zuschaut, wie ich einfach mit dem Fahrzeug von A nach B fahre. Andererseits gehört es ja auch zum Game, ne? Das ist ja nicht das so, dass das nicht ein Part vom Spiel ist. Wenn ich da alle Laufwege und so weiter immer rausschneiden würde, dann wäre wahrscheinlich bei manchen Spielen gar nichts mehr übrig. Oder ich müsste eine Stunde Aufnahme machen, dass ich am Ende dann vielleicht noch auf 20 bis 30 Minuten komme. Das will ich natürlich auch nicht. So, jetzt weiß ich nur noch nicht, wo ich abbiegen muss. Aber das werden wir schon gleich rauskriegen. Weil ich denke, da wird ein Feldweg dann gleich kommen. Könnte ich da schon fahren? Nee, ne? Ist zu früh. Ja, ist viel zu früh. Na gut, es sind ja nur noch ein paar Meter. Und dann haben wir es. Dann würde ich sagen, ich fahre jetzt hier mal querfeldein. Ich bleibe nicht irgendwo hängen. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. So, und wir fahren natürlich wieder mitten rein, ne? Das ist klar. Du weißt, dass er zu viel redet. Ups, bin auf dem Dach ausgestiegen. Auch nicht schlecht. Das ist wirklich schnell geliefert. Beeindruckend. Ja, so bin ich. Flotti-Totti. So schnell geht's. Ja, komm. Dauert manchmal ein bisschen lang. Okay, aber super. Haben wir die Quest auch noch erledigt. Das heißt, wir können uns beim nächsten Mal, und zwar, ja, schauen wir mal, vielleicht dann hier neue Mission Buschtrimmer. Anscheinend sind die Missionen noch etwas gleich gehalten. Da haben wir nochmal Transport. Da haben wir nochmal Transport. Das wird wahrscheinlich immer Brote liefern sein. Da verdiene ich ganz ehrlich gesagt mehr, wenn ich Holz hack und das in Fluss schmeiße und dann zu Holzbrettern verarbeite. Das Problem ist halt nur, ich kann es nicht verkaufen. Okay, ich mache jetzt halt mal Folgendes. Ich fahre jetzt halt mal noch zu dem Fahrzeughändler. Und zwar, wenn ich jetzt hier runterfahre, das müsste der hier gewesen sein. Ja, genau da fahren wir jetzt mal hin. Tja, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte. Ich hoffe nur, dass ich richtig fahre. Fahre ich richtig? Nein, ich fahre natürlich nicht richtig. Ich muss in die andere Richtung. So, bleiben wir aber bitte nicht stecken. Sorry, aber mir ist echt sakrisch warm.
Wie gesagt, dann wird der Part eben auch wieder ein bisschen länger. Das stört ja nicht. Darf ja ruhig so sein, ne? Jawohl. Wir bräuchten nämlich auf jeden Fall irgendein Vehikel, mit dem wir die Planken transportieren. Und da ist natürlich dieser LKW notwendig. Der Traktor selber, der kostet ja, glaube ich, irgendwas um die 70.000 oder sowas. Aber eventuell könnte man das Geld recht schnell zusammen haben für diese Pritsche. Das wäre natürlich super. Das passt. So, hier müssen wir. Na, im Grunde können wir da auch noch weiter geradeaus fahren und dann erst rechts. Ist vielleicht sogar besser. So, nein, ich nehme keine Abkürzung, weil die Abkürzung dauert dann meistens länger, als wenn ich hier über die Straße fahre, durch das, dass ich hier immer hier dann festhänge. Sind ja quasi auf dem Weg nach Hause. Da ist ja schon wieder die Skisprungchance. Ja, die Wege, die halten sich eigentlich in Grenzen. Also man erreicht doch relativ schnell den Punkt A und B und C. Es ist natürlich nur mit dem Traktor selbst ein klein wenig problematisch. So. Aber ich glaube, hier ist nicht das Fahrzeug meiner Wahl, oder? Weil den da können wir noch nicht kaufen. Das wäre jetzt so ein Anhänger, aber der würde im Grunde so einen Traktor hier erfordern. Und der kostet 90.000. So, Buggy. Stapler. Jeep. Tja, ich bräuchte im Grunde so ein Ding hier nur für Holzbretter. Ups, schiebt mich das Tor einfach weg. Dann war das nicht hier bei dem Händler, sondern bei dem anderen, der sich wo befindet? Hier drüben auf der Seite. Na gut, da fahre ich jetzt nicht mehr hin. Das machen wir dann zum. Da starte ich vielleicht dann beim nächsten Mal, dass wir da mal starten. Okay, Leute, lasst mal ein Like da, lasst mal Kommentare da und dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. In dem Sinn, macht's gut, schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.